So, direkt ohne hin und her geht's direkt weiter. So, was haben wir denn? Anfängerset. Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Ja. Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann. Mhm. Wie mächtig ihre Angriffe sind. Och, die nee. Distanz, auf die sie schlagen können. Warum muss jedes Spiel in irgendeiner Weise irgendwann versuchen, ein eigenes ihre Gesundheit. Minispiel reinzusetzen? Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir beim Spiel. Das ist mein Brett, also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst, aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir und beweg sie vorwärts. Denk dran, jede Maschine kann nur eine bestimmte Distanz gehen. Sieh dir deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Ja, das ist mir schon klar. Ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde 2 Maschinen bewegen. Also los. Du musst die Maschine vorwärts bewegen. Hab ich doch! Perfekt. Sonst kannst du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Es geht langsam vorwärts. Mir hat Gwent aus Witcher 3 wesentlich besser gefallen. Ich mach das jetzt einmal zum Checken. Und du bist wieder dran. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Ja, das hatte ich vor. Jetzt bewegt die... Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft einer Maschine, ergibt sich aus dem Terrain, auf dem deine Maschine steht, und ihrer Angriffskraft. Auf diesem Brett... Und deine aktuelle Maschine hat 2 Punkte Angriffskraft. Ich krieg aber keinen Fortbauer-Bonus. Also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine genau 2 Punkte. Ja, ich seh's. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte. Das hast du alles verstanden? Ja. Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif... Du hältst dich doch nicht zurück. Jetzt schnapp dir deine zweite... Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. So kommt sie ein Feld weiter. Versuch's mal. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht hier frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine. Das war mir so klar, dass ich das jetzt machen muss. Das war's dann schon mit deiner Runde. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden, aber nicht viel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Ja. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Jetzt verpasst der Maschine ein. Sie fliegt runter vom Brett. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine, nur zu, rücke weiter vor. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber, wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen.
Und nach der Gesundheit deiner Maschinen zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Ja, wenn ich... Ja, weil du die letzte... Das ist die letzte und fertig. Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Fuck. Das Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich meine erhalte. Also beim Ausgleich... Dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Ja, okay. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Ja. Wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht. Ich fühle mich gerade so richtig dämlich. Aber alle meine Figuren zerstört. Das bedeutet, dass du gewonnen hast. War doch gar nicht so schwer, oder? Wenn ich deine Stimme noch weiterhöre, Salma. Immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich es vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen, doch für die Herstellung. Ja, ja, sorry, aber ich... Du brauchst mir nicht. Also, ich könnte dir auch... Danke. Nein, 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 bitte nicht. Oh mein Gott, diese Partie. Einfach nein. Komm jederzeit wieder, Rotschopf. Gott sei Dank, bloß nicht. So. Überbrücke einen Stürmer. Ja, aber ich habe da noch keinen Stürmer. Wie komme ich jetzt hier? Oh, ja. Kann sowas echt überhaupt nicht leiden. Verlauf mich in solche Sachen. Jederzeit. So, ich würde aber trotzdem gerne diese grünen Dinger halt weitermachen. Erstmal. Wenn sie nicht so nervig sind. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe! Darum geht's doch! Aber doch nicht für den Benutzer! Jetzt sei einfach still! Wo waren wir? Na! Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Also nach dem, eigentlich was... Eigentlich will ich... Ja. Nach dem, was ich gehört und gesehen habe, sage ich jetzt mal nein. Ich habe hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Ba-boom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, exklusiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Schwerwerfers wärst? Was? Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Karja-Gelehrten, der nach Westen zog. Ja. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Schwerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Es sind mir gerade viel zu viele Cutscenes. Dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Hier mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock. Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Besorg mir alles und die Waffe... Die Boomer. Boom! Mach gut, einfach alles abgemacht. Kaputt. Okay. Gut. Mehr Wumms. Ja. Gut. Optional überbrücke einen Stürmer. Ja, ich würde sagen. Was haben wir denn hier alles? Ich mache erstmal das, was am nächsten ist, vielleicht. Mehr Wumms. Düsterpfad. Ich helfe den erstmal.
würde ich sagen. Ich wäre schneller, wenn ich einen Stürmer überbrücke. Ja, ich weiß. Bringt mir halt nur nichts. Erstmal mit Holland quatschen. Der ist hier in der Nähe. Und dann gucken wir mal, was wir für diese armen Schattenfahrer machen können. Oder wie die sich auch nennen, ist mir eigentlich auch relativ egal. Nehme ich mal mit. Du bist die Maschinenjägerin, die Karja rausgehauen hat. So hat es noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute. Ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt, mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Glaubt er das nicht? Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt. Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Karja, Freunde. Mach, dass du wegkommst. Interessant. Ich traue den beiden nicht. Aus gutem Grund. Wir haben dich gestern vermisst. So. Holland mag ich nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, was überhaupt was ist. 324 Meter, 700, 200, die Gesandtschaft. Ja, hallo. Bin am Überlegen, ob ich vielleicht die Nebenquest jetzt doch erst mache, weil die am nächsten ist. Und ich muss sowieso nochmal gucken, dass ich einen Stürmer überbrücke. Ich meine, gibt einen Fertigkeitspunkt. Kann man jetzt nicht anders sehen. Eins von drei Sturmhörner sammeln und sammeln eine Reishornrippe. Das kriegen wir hin. Endlich wieder arbeiten. Hat ja lange genug gedauert. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss leise sein, um die Herde nicht aufzuschrecken. Mich mal. Geht ja nur darum. Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Super. Della und Boomer. So, das machen wir doch gerne. Ich mag die beiden. So, jetzt muss ich nur gucken, wo der andere ist. Reishorn, 300 Meter in diese Richtung. Doch weiter weg als gedacht. Aber das kriegen wir hin. Mal gucken, was sie uns machen. Ich finde es jetzt nicht so tragisch. Die Mädels ein bisschen zu helfen, bei gute Waffen zu bauen. Zumal sie uns ja dann halt im Endeffekt auch helfen, ne? Also diesbezüglich bin ich eigentlich guter Dinge. Oma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Das hier. Frost würde viel Schaden verursachen. Echt? Mach Sachen. Da ist das Reishorn. Und die Hütte, wir müssen es erledigen.
deine Mutter holen. Ich habe alles, was Della und Buma wollten. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Das lief besser als gedacht. So, jetzt muss ich nur gucken, was ich noch brauche für den Scharfschussbogen. Ich würde sagen, da mache ich mir vielleicht mal privat vielleicht mal eine Notiz. Oder wo habe ich denn jetzt meinen... Das ist ja ein Let's Play. Das bedeutet, solche Sachen gehören da halt auch nun mal mit rein. Auch wenn man es vielleicht hätte ohne besser machen können. Ist egal. So, wo haben wir es dann? So, Horizon-Notizen. Was brauche ich denn? Sehe ich dann. Jetzt erstmal zurück zu den Mädels. Und sag denen, was Sache ist. Das ist für später. Flussblütenblatt. Okay. Okay. Noch, komm schon. Hätte man auch einen Durchgang machen können. Wenn ich mich hier vielleicht... Schade, ich dachte, ich könnte mich hier so ein bisschen hochglitschen. Probier's einfach mal. Why not? Nope. Klappt nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte mich hier so ein bisschen hochglitschen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, letzter Part wurde ein bisschen lang. Wird immer wärmer hier. Also ich kann echt bei solchen... bei solchen Sachen kann ich echt... leicht. Ach so, Nahkampf und Mittel. Okay, okay, okay. So, erstmal mit den beiden sprechen und dann gucke ich mal, was der Bogentyp da braucht. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Natürlich. Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Was ist, wenn er mir in der Hand explodiert? Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Ja, sie heißt Boomer, ne? Mit den Sprengstätten? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Ba-boom! Okay, ich mag die beiden. Was? Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die groß... Oh! Mehr Wumms. Okay. Nimm ich? Nimm ich? Ich sag dazu nicht nein. Breiter Stoß, Bolzenwerfer. Nee, brauche ich jetzt nicht zwingend. Was ist das hier? Ausdauerregeneration. Tiefe Konzentration. Ziele mit Elsa und den Konzentration. Ja, ja, warum nicht? So, Ja, ja, ne? Frage ist nur... Legen wir mal unten... Komm, ich meine drei Ball... drei... Dingsbums reichen erstmal aus. Ich hab doch nicht mehr...
Warte mal, ich brauche eine andere Quest. Ich will jetzt erst nochmal zu dem Bogenschützen-Schmied gehen und gucken, was der für den Scharfschussbogen haben will. Weil es ist nämlich eine Sache, die ich mir durchaus gefallen lasse. Rede mit Holland, sprich mit der Zweilicht, mit dem gib dich zum Zwielicht. Machen wir erstmal das. Ich bin sowieso einer, der lieber Nebenquests erstmal macht, bevor ich anfange und Ulwind ist sicher begeistert. Ulwind ist mir scheißegal. Das ist ein Arschloch, mehr ist das nicht. So, Scharfschussbogen. Okay, nein. So, was brauche ich denn dafür? Ein Stürmerzirkulator. Einmal. Stürmer. Zirkulator. Ja, das sollte ich eigentlich hinkriegen. Ich will mal gucken, ob ich ein paar Stürmer finde. Und bevor ich mich jetzt hier dran aufmache und vielleicht einen Stürmer überbrücke. Da könnte ich mir vielleicht erstmal gucken, ob die den einen oder anderen Zirkulator haben. Ich will jetzt hier mit diesen Dingen nicht rumschießen. Bin ich ganz ehrlich. Ich halte das für eine schlechte Idee. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, jetzt. Oh. Will zwar nichts sagen, aber gefällt mir. Na ja, gut, so viel Damage machen die jetzt auch nicht. Du machst dich, kleines Kackwiesel. So. Ja, ich weiß, dass ich Stürme überbrücken muss, aber ich will erstmal so einen Zirkulator haben. Primärnerv? Brauche ich alles nicht. Fuck. Warte mal, gegen was sind die Stürmer denn? Schwach gegen Elektrizität. Ich will jetzt nicht alle kaputt machen, aber ich brauche so einen Zirkulator. Die Frage ist, wo kriege ich den her? Ich meine, wenn es ein Stürmerzirkulator ist, dann muss es ja irgendwie mit den Stürmern zusammenhängen. Aha, da haben wir es doch schon. Mehr will ich gar nicht. Alles andere ist mir scheißegal. Komplett. So, der kann von mir aus gerne fliehen. Muss mich ja nicht angreifen. Kluges Kerlchen. Jupp. Weil ich will jetzt meinen Scharfschussbogen haben. Ich will so eine Damage-Maschine machen.
Und da soll natürlich so viel wie möglich Schaden rein. Weil so ein Scharfschussbogen so... So ein One-Shot-Killer wäre schon geil. Warte mal. 169 Maschinenscherben. Das könnte knapp werden. Aber ich kann noch ein bisschen Schrott verkaufen. Ich kann bestimmt was verkaufen. Ja, du. Jetzt heul mal nicht rum. Lass mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Mami ist beschäftigt. Mami bräuen Stoff. So. Ich möchte singen. Er lebt vor Mond hoch keine Wohnung. Ich möchte springen. Und dabei singen. Yeah. Kaufen und ausrüsten. Dahin. Ganz genau. So sieht's aus. Mehr will ich nicht. Darf ich erstmal fürs Erste alles, was richtig ist. Joa. Joa. Feuer, Frost, Schock. Prototyp, Scharfschussbogen. Was brauche ich dafür noch? Metallscherben, ernsthaft. Ja, ich weiß, was Scharfschussbogen sind. Das war meine Lieblingswaffe im vorherigen Teil. Danke. Ich bin so froh, wenn diese ganzen Trolls irgendwann mal aufhören. Streitfiguren interessieren mich nicht. Rohstoffe. Wird häufig beim Erkunden Verwendung verkauft gegen Metallscherben. Weg damit. Das ist okay. Erstmal müssen wir mal gucken, was wir da noch verkaufen können, weil ich glaube nicht, dass wir alles brauchen. Das ist ja bei Rollenspielen halt normal, ne? Wie, 2 Waffen-Upgrades? Ich will nur den Scharfschussbogen erstmal upgraden. Waffenstatistik verbessert. Grad Norma. Yeah. Und Grad Norma. Jawohl. So, was haben wir denn noch? Ich glaube, den machen wir jetzt auch mal ein bisschen voll. Komm, es reicht. Ja. So, jetzt allerdings. Er hat nämlich noch eine Spule bekommen. Die Frage ist, haben wir irgendwas für den? Nein. Spule und Gewebe. Outfit. Alles nur so Outfit-Sachen. Ich brauche Kampfspulen. Ist aber jetzt erstmal egal. Das kriegen wir hin. Verspreche ich euch. Ich werde die Augen offen halten. So. Quest. Was haben wir denn? Die Gesandtschaft. Ja, mache ich. Marmor. Wie sieht die Aufnahme aus? 30 Minuten. Ist okay. War ein relativ langweiliger Part, weil du irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer Scheiße erzählt bekommst. Du hast uns also die freien Tage gestrichen. Ja, hoffentlich bist du nicht sauer. Ich will nur einen Stürmer überbrücken. Damit das Optionale auch draußen kommt. Ich bin sowieso der Typ, der lieber zu Fuß durch die Gegend läuft. Noch ein bisschen. So. Hoppe, hoppe, Reiter. Hoppe, hoppe, Reiter. Ja, wir müssen die Maschinen nicht immer besiegen. Die dienen uns auch. Werkzeug lädt auf. Gib Stoff! Will deinen Prozessorkern glühen sehen. Würde gerne den Schattenkarja ein bisschen helfen. Weil die eigentlich sehr friedlich sind. Hallo, Ladies. Nein, das ist, kann nicht sein. Natürlich bin ich's. Wer denn sonst?
Ja, kann man mal nehmen, ne? Nun fährt er nicht schneller. Schwimmareal entdeckt, das war's auch schon. Weißt du, im Kampf mümmeln sie immer alle Bäume rum, aber... Lol. Aber dem Vieh zutreten. Will zwar nichts sagen, aber ich glaube, im Pferdekuss tut... Aua. Wahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Fest. Ein Kajahorn. Vielleicht ist das die Gesandtschaft für den Wald. So. Bleib da mal drin. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Herruf! Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Ich doch immer. Vielleicht. Wieso fragst du? Ja, wahrscheinlich auch Corona-Probleme, deswegen trägt der Maske. Es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt. Wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und, vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahllicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Wir haben die besten im Westen. Also, alles klar. Gut, ja. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Ja, jetzt entspann dich mal, ich arbeite dran. Lass Mutti mal in Ruhe arbeiten, okay? Alter Mann. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Ich will keine Hauptquest. Hallo? Warum hast du jetzt die Hauptquest markiert? Ladebildschirm beim Quest-Menü. Das ist gut. Liegt das an der PlayStation? Warte mal, bin ich jetzt die falsche Richtung gerannt? Och nee, ernsthaft. Oh, ich bin so ein Depp, ey. Ja, ihr könnt mich dafür in die Kommentare stellen. Haut raus. Ey, Graf, du bist voll blöd, ey. Du bist voll in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt müssen wir dir zugucken, wie du auf den. Wir müssen dir zugucken, den Arsch der Maschine. Wie du auf dem Arsch der Maschine noch zurückreiten willst. Wurde entdeckt. Ja, bist du sowieso weg. Interessiert die nicht. Geh ruhig rennen. Zieht doch eh nix. Hoppe, hopp. Hoppe, hoppe, Reiter. Kann ich nicht schneller rennen? Ist ja cool, wenn die ein bisschen schneller rennen könnten. Ich meine, komm schon. Hey, Typ! Oder Wache, keine Ahnung, ist mir egal, was du bist. Schade. Okay. Will ich da jetzt durch das die Stadt rennen oder eher? Was? Warum werde ich denn? Was ist denn mit der Karte los? Wo will die mich hinschicken? Komm schon. Ich will zwar nicht sagen, das klappt nicht, aber aus irgendeinem Grund finde ich das gerade ein bisschen gruselig. Ja, zurück, dann nach oben und dann wieder hier hin. Irgendwie
bin ich da gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich dem Pfeil folge. Was? Warte mal, was war hier? Gespaltener Fels, der bringt mich aber nicht weiter. Oh, diese Schattengarder müssen echt einstecken. Die Leute da werden angegriffen. Hey, du da oben! Willst du nicht helfen? Nicht mein Job! Ich behalte das hier nur im Auge, der Kettenkratz. Leute. Naja, viel Damage mache ich jetzt nicht unbedingt. Reitmaschine, mach da doch was! Noch mehr Maschinen. Geh, Lukascha! Ich helfe der Lora! Aber wenn ich dich richtig treffe, hast du... Selbst wenn du diese Maschinen erledigst, schaffen wir das ja nicht sicher. Der Schmerz ist da. Oh, was? Warum treffe ich nicht? Ich habe gerade meine eigene Maschine getroffen. Okay, Nora. Lass sehen, was du drauf hast. Ja, komm her. Irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Muss mal gucken, wie ich das mit den... Das war der letzte. Ich sollte nach den Flüchtlingen sehen. Endlich! Warte mal. Ich habe doch den Dreifachschuss freigeschaltet. Warum kann... Oh, Mann. Wenn man die Steuerung irgendwie ändern muss, weil man... Nö, läuft ja gut. Während du mit L2 zielst, tippe R1 an, um einen weiteren Pfeil einzulegen. Sehe ich die Retterin von Meridian in Aktion! Die Show ist wohl vorbei. Wie zu wenig Ausdauer. Auch noch mit Ausdauer? Oh, komm schon! Im zweiten Pfeil einlegen, Ausdauer... Also, ich bin jetzt nicht unbedingt, hier so, keine Ahnung. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Der Fan ist jetzt auch nicht unbedingt. Also, Fan-Hype ist bei Forbidden West überhaupt nicht drin. Diese ganze Ladebildschirme und hast du nicht gesehen. Ist zwar okay, klar, PlayStation 4 fett, aber, das mit der Ausdauer und allem drum und dran, wenn ich einen zusätzlichen Pfeil hier einlegen will.
Tippe R1 an. Was? Hä? Ziele mit L2 und Feuere mit R1. Ja, aber ich will das hier machen. Während du mit L2 zielst, tippe R1 ein, um einen weiteren Pfeil einzulegen. Feuere mit R2. Das will ich doch gar nicht. Hä? Hä? Sag mal, bin ich zu blöd oder ist es irgendwie ein bisschen komisch? Muss man das ausgerüstet haben oder wie funktioniert das? Halte zum Benutzen L2 gedrückt und tippe R1 an. Um die Technik zu wechseln. Och. Hä? Was? Um die Technik zu wechseln, drücke das Steuerkreuz. Mach ich, das bringt ja... Also irgendwie, ich weiß nicht, das haben sie irgendwie. Um die Technik zu wechseln, öffne das Waffenrad und wähle dann. Einfach nein. Einfach nein, okay. Das ist so, nein, nein, nein. Noch ein Minuspunkt, muss man sagen. Sorry Leute, aber nee. So gern ich das Spiel und das Setting habe, aber das sind so Sachen, wo ich mir sagen muss, alles wird gut. Warum? Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist ein Kettenkratz. Lol. Das wissen wir. Ich hatte die ganze Zeit ein Echo drin. Sei nicht passend für uns. Back. Wer? Unser Sonnenpriester. Ich glaube vorher auch. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Auf dem Mischpult den falschen Der Knopf gedrückt. Der Turmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ihr seid Schatten, Kaja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist, als der Thronräuber Awad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schatten Kaja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet. Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben. Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Awad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savoha wird uns hinführen. Aha. Na dann. Da ist ein Osaram in Kettenkratz, Tolland. Er will den Sturmvogel da oben. Ja, er war gestern schon hier. Ein unangenehmer Kerl, selbst nach Osaram-Maßstäben. Ja. Er hat viele Drohungen ausgestoßen.
Doch wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Alles schön und gut, aber er hat Freunde. Früher oder später taucht die ganze Bande hier auf. Savohar wird kommen. Das tut er immer. Wir müssen ihm nur mehr Zeit lassen. Ihr habt keine Zeit, Lokasha. Ihr solltet zusammenpacken und... Wir werden hier bleiben. Und niemand darf seine Meditation unterbrechen. Tja, sie werden's versuchen. Euer Priester, Savohar. Er ist also schon 3 Tage da oben? Seine Meditation braucht Zeit. Dann macht er das öfter? Tagelang meditieren? Naja, normalerweise dauert es nicht so lange. Was ist, wenn ihm was passiert ist? Aber er wird uns schon führen. Das tut er immer. Wir glauben daran. Aber eine Bleibe scheint mir dringender zu sein. Sieh euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osseram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savohar holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savohar, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation. Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savohar ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist der selten. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Lass die Nora durch. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir kriegen können. So, ich würde aber sagen... will hier erstmal speichern. So. Für die letzten 2 Parts entschuldige ich mich. Ihr werdet ein... Fallen drin haben vom Game. Das liegt an meinem Mischpult. Ich habe 3 Knöpfe dort und ich muss den mittleren runterdrücken, damit der Main-Mix sich nicht mit dem Kopfhörer-Channel mixt und dementsprechend gibt es ein kleines Delay. Sprich, ihr werdet in dem letzten und in diesem Part wahrscheinlich ein kleines Hallen hören, so wie ein Echo. Ich müsste das komplett neu aufnehmen. Lag einfach daran, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe. Das tut mir leid. Aber wenn ich halt privat irgendwas mache und das über die Boxen laufen lasse und nicht über die Kopfhörer, brauche ich den halt nach oben gedrückt sozusagen. Von daher, sorry dafür. Wir werden es überleben. Passt schon. Künstlerfehler. So ist es. Ich bin halt ein Amateur und kein Profi. Entschuldigt für den Rülpser. Das sollte eigentlich ein Lied werden. Kam aufs tiefster Seele. Also von daher, macht's gut. Bleibt sauber. Tschüss.